Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TL2 im Ranglistenmodus. Wir gehen diesmal als Fiesta rein, mit Gegenangriff. Metzger und die Rächerin sind natürlich super stark. Ich glaube, es gefällt mir an sich ganz gut. Das nehmen wir. Zack. Das heißt, wir beginnen erstmal ganz entspannt mit zwei Katzen und dem Upgrade. Und dann sollte es eigentlich schon gewesen sein. Okay, hier drüben auch eine Priesterin. Kann ich die vorne dann noch hinstellen? Ready. Alle haben auf mich gewartet. Nicht so schlimm. Gucken wir drüben rein, Yosora und eine Sakura-Blume. Den fünften Blocker nehmen wir mit. Nämlich zwei Stacks hier in eine Katze packen, theoretisch. Was machen wir auch? Mach erstmal ein paar Upgrades. Ich glaube, sogar ein Stack hätte gereicht. Gucken wir mal. Ja, definitiv. Komm, wir nehmen ein Stack noch mit. Ich glaube, er will was schicken. Ja. Schnecke. Ich hätte auch eine Katze. Das heißt, auf 5 können wir gut senden. Locker nehme ich auf jeden Fall mit. Mal drüben ein Stack rein. Hier sind 4 drin, hier sind 2 drin. Können wir auf jeden Fall eine Echse reinschicken. Ich krieg noch einen raus, das ist gut. Ich glaube, ich spiele schon wieder ein bisschen zu safe.
sammelt noch. Ah, sehr gut. Kleiner Lied. Upgrades auf jeden Fall wichtig. Ja, hab's auch ein bisschen drunter. Und die haben auch gesammelt. Oh, das sieht nicht gut aus. Bei mir auch nicht. Ein bisschen Fiesta Gold. Yes, my lord. Okay, das ist schlecht. Auf Steinhauer zu verkacken ist extrem teuer. So, die regeneriert sich jetzt. Wir sind gut dabei. Die regeneriert sich durch den Metzger und durch das Killen von Einheiten. Das ist schon mal gut. Okay, erst durchgekommen. Aber auch zu erwarten bei Sakura Blume. Also viele Chlorophyxis. Ich werde das Ding halten. Also wir gehen auf noch einen Broker. Das wird auf jeden Fall den King erreichen. Also für mich macht es schon Sinn, auf 9 zu gehen. Aber ich denke mal, er wird jetzt auch wieder senden, deswegen haue ich jetzt hier noch einen Dino rein und schicke auf 9 trotzdem. Nehme den Broker mit. Okay, noch mal 100. Wir uns noch einen Broker gönnen. Okay, Sakura Blume ist down. Das war wichtig. Ein bisschen Magic Damage reinschicken, dann die Bienen wieder verkauft. Das ist natürlich ärgerlich, dass ich 49 Gold habe.
Damit kam raus, sehr gut. Den habe ich durch. Ich werde es halten. Katz regeneriert echt gut. Das funktioniert. Und wenn die abkackt, wäre super. Ja. Sehr schön. Das hat sich doch gelohnt. Zehn will ich jetzt nichts schicken. Das machen wir nicht mit. Die baue ich hin. Dann machen wir noch ein Stack rein. Danach nehmen wir auf. Also wir könnten natürlich auch göttlicher Segen nehmen, so, aber ich habe jetzt ja einmal Fiesta. Göttlicher Segen auf ihr ist natürlich auch super stark. Aber das ist halt, wenn man einmal verkackt, ist die Einheit weg. Also der Buff ist dann weg. Und den Bus. Schaffst du es? Ja, schafft's. Ja, ist gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Wir könnten jetzt den kleinen Sendwagen Ja, ich würde schon zwei hinstellen, einfach weil ich es brauche. Ich mache einen Schaden für ihn. Oh, hier geht's auch noch. Aber Stich ist wichtig. Und dann muss ich wieder ein paar Worker aufbauen. Worker 3 nehmen. Kann man machen. Okay, das blockt ja zwar, aber die Blumen werden abkacken. Von meinem Send. Das ist wichtig, dass die sich gar nicht erst aufbauen kann. Ich habe sogar noch Geld für den Broker zusammengekriegt, Mensch. Gar nicht schlecht. So, King fertig. Da können wir auch gut verkacken mit Gegenangriff.
Ja, der eine geht noch down. Sehr gut, 60 Befehlung für mich. Eigentlich will er ja auch nicht verkacken mit seiner Sakura-Blume. So. Bin zwar etwas drunter, ist aber kein Problem. Ich will ja sogar verkacken. Wenn ich jetzt sogar noch mal verkacke, wäre es super, wenn ich auf 14 noch mal ordentlich reinknallen kann. Ich brauche Stichschaden. Ich kann aber auch Anti-AOE bauen mit Auren. Das geht auch. Für die nicht schlecht. Genauso für Yozora und für die Maske. Das geht. Dass ich dann Stichschaden noch reinkriege. Das ist wichtig. So, was knallen wir rein? Das. Und dann brauchen wir noch Stichschaden. Versuche, um den Tower zu gehen, weil der würde mir am meisten bringen. Machen hier ein Upgrade. Ja, die habe ich scheiße hingestellt. Könnt so noch machen. Na dann, gucken wir mal. Was hat er rechts hingestellt? Ach so. Das war sofort down. Ja, ich komme richtig gut durch. Mein Teammate auch. Blocke. Wie verrückt. Er blockt aber auch richtig gut mit dem Bogen der Gerechtigkeit. Also. Huch. Ja, 17 klingt gut. Da können wir ein bisschen sammeln. Das machen wir mit. Werten die beiden auf. Den können wir ruhig mal aufwerten. Dann kann ich mir noch einen Worker gönnen. King war komplett, ja. Inferno. Das ist schon krass. Raus aus Skin. Okay. Frontline down. Ah, Thaddeus kriegt ein bisschen was ab. Kriege ich aber wahrscheinlich nicht down. Heal dich. Ah! Oh, gerade so nicht. Aber ist nicht so schlimm, der lebt gerade so nicht und er hat. Der ist so OP. Die Laserstrahlen hier gewinnen das Game. Also klar, Rocker und Sense auch, ne? Aber der ist schon MVP, das muss man schon sagen. Das ist richtig krass. So, wir werden jetzt hier die mal upgraden.
Und dann werde ich hier, glaube ich, mal rechts noch mal ein bisschen verstärken. Ich glaube, also der hat auch einen Haufen von irgendwas gebaut. Haufen Echsen. Okay, die sind nicht schlecht gegen mich, die Echsen. Wir machen natürlich wieder die Dreieinigkeit. Centaur hat verdammt gut funktioniert. Er hat eine Seeschlange, die ist egal. Centaur rein. Bisschen Magic Damage wäre nicht verkehrt, aber da muss ich die Wichtel schicken. Wegen der Seeschlange. Gucken die sonst zu schnell ab. Machen jetzt hier mal ein Double Upgrade. Stich ist auf jeden Fall verdammt gut dabei. Ich nehme den Bär noch mit. Der Bär ist schon stark. Nehmen wir noch die Brut mit. Und dann war's das. Ah, okay. Wir blocken alles. Die Seeschlange kommt dann erst später raus. Okay, der hat schon ein paar Fernkämpfer schicken können. Voreis oder Hexen oder so. Naja, das war's. Das war's. Aber er hat echt gut gespielt, gerade mit dem Nimbus. Also da muss man schon sagen, das war sehr gut, sehr gut. Kinder Surprise. Geile Runde. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne mal an, wie es vorbei. Lasst Like und Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.